Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, niemand bestreitet, dass wir ein hervorragendes System des öffentlichen Personennahverkehrs haben. Niemand bestreitet auch, dass wir zumindest in Teilbereichen, auch was die Tarife angeht, ein besseres Angebot haben als andere Großstädte. Aber auch niemand bestreitet, dass wir in Berlin ein niedrigeres Einkommensniveau haben als in allen anderen Großstädten. Insofern ist das Thema der Preisgestaltung besonders sensibel. Und deshalb ist das auch in der Vergangenheit immer sehr sensibel gehandhabt worden. Und trotz der Begehrlichkeiten, nachvollziehbaren Begehrlichkeiten der BVG und des Verkehrsverbundes gab es in der Vergangenheit über mehrere Jahre hinweg keine Tariferhöhung. Und ich glaube, das ist eine politisch richtige Entscheidung gewesen. Und deshalb lehne ich das auch ab, diese Überlegung über die Indizierung, weil das der Versuch ist, die Entscheidung über die Fahrpreise aus dem politischen Raum so zu tun, als ob das eine objektive Entwicklung wäre, die man nicht steuern kann, über die man nicht politisch entscheiden kann und entscheiden muss. Doch, man muss darüber politisch entscheiden, weil Kollege Greins hat gesagt, es gibt zwei Stellschrauben. Ich sage, es gibt drei Stellschrauben. Das ist einmal um die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Das ist einmal die Fahrpreiseinnahmen. Das ist der Landeszuschuss aus dem Landeshaushalt. Und das ist zum Dritten die Frage, was kann im Unternehmen noch an Effizienzsteigerung beziehungsweise, wie der Kollege Gelper das zu Recht angesprochen hat, wie kann über Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen die Frage der Umlaufzeiten und damit auch die Kosten für das Unternehmen gesenkt werden und damit neue Spielräume geschaffen werden. Und das sind alles drei Fragen, die politisch abgewogen und die entschieden werden müssen. Und deshalb lehnen wir an dieser Stelle ganz klar eine Indexierung ab, die so tut, als ob das ein objektiver Prozess wäre. So, was ich glaube, was notwendig ist, ist, dass man sich in der Tat hier noch mal ernsthafter mit diesen drei Stellschrauben auseinandersetzt. Weil wir, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, mit den Fahrpreiserhöhungen innerhalb eines Jahres, zwei Fahrpreiserhöhungen, sage ich, das kann nicht der richtige Weg sein, weil das war die politische Entscheidung, vor allen Dingen über die Fahrpreise das voranzutreiben. Und die Anpassung, die jetzt über den Verkehrsvertrag erfolgt ist, ist eine Anpassung, die erstens viel zu spät erfolgt ist und die hinter dem zurückgeblieben ist, was einfach an Kosten bei der BVG zusätzlich entstanden sind. Und jetzt kann man darüber reden. Ich halte das durchaus auch für sinnvoll, insbesondere im Hinblick auf die Zukunft, ob es sinnvoll ist, die BVG weiterhin mit einem Kostenblock von über 800, 900 Millionen Euro Schulden fahren zu lassen, mit dem entsprechenden Zinsänderungsrisiko in der Vergangenheit, wobei ich sage, gegenwärtig tut die Bundesregierung alles dazu, dass wir eine deflationäre Entwicklung haben und die Zinsen auch weiterhin unten bleiben. Aber man weiß es nicht, das wird nicht auf alle Ewigkeit so sein. Oder ob man auf der Ebene des Landeszuschusses was tut. Aber diese Diskussion müssen wir konkret dann führen, wenn es ansteht. Und deshalb sage ich Indexierung nein, sondern konkret dann zu führen, wenn es ansteht, anhand einer objektiven Datengrundlage und der Abwägung zwischen diesen drei Stellschrauben. Und da müssen wir endlich auf eine objektive Diskussion hinkommen. Noch ein letzter Satz. Wenn Sie sagen, Herr Greins, dass ja die Fahrgäste nicht abgeschreckt wurden und dass wir weiter gestiegene Fahrgastzahlen haben, ist das ja absolut richtig. Natürlich haben wir diese Steigerung. Nichtsdestotrotz gibt es in dieser Stadt immer noch Bevölkerungskreise und Bevölkerungsschichten, für die jede Fahrpreiserhöhung, weil sie nicht in den Genuss kommen des Sozialtickets, weil sie nicht in den Genuss kommen des Seniorentickets, für die jede Fahrpreiserhöhung eine erhebliche Einschränkung ihres Budgets und auch ihrer Mobilität bedeutet. Und deshalb helfen uns diese Durchschnittszahlen nicht, die natürlich was zu tun haben mit einer erfolgreichen Politik der BVG, auch was zu tun hat mit Bevölkerungszuwachs, auch was zu tun hat mit dem Zuwachs an Touristinnen und Touristen, die wir haben. Aber wir dürfen an dieser Stelle dann diejenigen, die auch bisher durch unser bisheriges Tarifangebot, die bisherige Tarifstruktur durch die Roste fallen, nicht vergessen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Greins? Gerne. Bitte schön. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass das Sozialticket unter 1 Euro pro Tag pro Person und das Monatsabo um 2 Euro für einen ganzen Monat, dass das nicht erträgliche Kostensteigerungen gewesen sind für die Fahrgäste?
Ich mache mal eine Gegenfrage. Würden Sie mir zustimmen, dass fast 10% des Monatseinkommens eines Hartz-IV-Empfangenden eine ganze Menge ist, das für Mobilität auszugeben?